Der Vorfrühling ist da. Nun erwarten wir die aus den Überwinterungsgebieten in Afrika zurückkehrenden Protagonisten, den Schwarzstorch und den Weißstorch. Frösche und Kröten sind aus den umliegenden Wäldern in die Tümpel gekommen, um zu laichen. Mitte März sind die Schwarzstörche aus ihren Überwinterungsgebieten in Afrika hier in ihrem Brutgebiet angekommen. Die Störche sind damit beschäftigt, ihr altes Nest auszubauen und sich zu paaren. Ein dritter, fremder Storch hat sich in Nestnähe niedergelassen und versucht nun, das Nest zu erobern.
Mit den Jahren sind die Storchennester zu einem mächtigen Gebilde herangewachsen. Zum Feinausbau des Nestes wird jetzt Moos eingebaut. Im österreichischen Burgenland beobachten wir die Weichstörche, die in unmittelbarer Nähe zu den Menschen ihre Nester auf den Dächern der Häuser bauen. Im Gegensatz zu den Weißstörchen suchen die Schwarzstörche stille Wälder für ihr Brutgeschäft. Nach der Rückkehr der Weißstörche aus ihren Überwinterungsgebieten besetzen sie die Nester, bauen sie aus und verteidigen sie gegen fremde nestsuchende Störche. Überfliegenden Störchen wird durch Drohverhalten gezeigt, dass das Nest besetzt ist.
Auf den Wiesen und in den Laken finden die Störche ihre Nahrung. Von Insekten, kleine Nager, Frösche bis hin zu Schlangen nehmen die Störche alles, was sie überwältigen können. Die Pferde, aber auch andere Tiere, finden hier im Uferbereich des Neusiedler Sees Nahrung und Freiraum. Nachdem meist 3 bis 5 Eier gelegt sind, beginnt für die Störche eine Brutzeit von 33 Tagen. Männchen und Weibchen wechseln sich mit dem Brutgeschäft ab. Einige Storchenpaare beginnen erst mit der Familienplanung. Seine Nahrung sucht der Schwarzstorch in den Bächen und auf den Wiesen. Bevorzugte Nahrung sind Fische, aber auch alles andere, was erbeutet werden kann, wird genommen. Die Schwarzstörche präsentieren ihre Jungen im weißen Dunenkleid.
Nun wechselt das Gefieder bei den jungen Schwarzstörchen von weiß nach schwarz. Gierig erwarten die Jungen die mit Futter zum Nest kommenden Eltern. Die Jungvögel sind nun fast vollständig befiedert und trainieren bereits ihre Flügel. Die Schwarzstörche sind ausgeflogen und sitzen in den umliegenden Bäumen. Wenn der Altvogel mit Futter erscheint, kommen die Jungen auf das Nest zurück, um hier die Nahrung entgegenzunehmen. Ein Jungstorch auf einem Nachbarbaum.
Die Weißstörche haben 3 Jungvögel aufgezogen und können sich bis zum Zug in das Winterquartier in Afrika entspannen und pflegen. In einer Wasserlake entdecken die Störche ein reichhaltiges Nahrungsangebot an kleinen Fischen. Die Störche sind bei ihrer Nahrungssuche der Kiebitzfamilie zu nahe gekommen, sodass sich die Kiebitzeltern veranlasst sahen, die Störche zu attackieren. Auch
Ein Graureiher hat die ergiebige Nahrungsquelle für sich entdeckt. Im Herbst sind unsere Protagonisten wieder in ihren Überwinterungsgebieten in Afrika. Wir freuen uns nun an den bunten herbstlichen Farben der Natur.